Ja, wie gesagt, dass das Fest ist vorbei. Die letzten Nachbereitungen werden noch getroffen. Viele Pilger sind schon wieder abgereist und jetzt muss man halt schauen, dass man auch noch die letzten, die nur für den Feuerschlick kommen, noch aus der Stadt los wird und dann kehrt die allgemeine Ruhe wieder ein. Das klingt vernünftig. Allgemeine Ruhe ist immer gut. Wir wollen ja keine hitzigen Auseinandersetzungen, nicht wahr, Kapitän? Ja, so, Lotsen, wir haben die Schlickfelder passiert. An welchem Steg sollen wir anlegen? Nehmt doch den dort drüben. Ist das unsere vorgesehene Stelle? Ja, für ein Schiff eurer Größe auf jeden Fall. Nun gut. Steuermann? Ja, ich sehe es. Alles gut, kriege ich schon hin. Ich brauche mal weniger Segel. Trefft die Segel! Klar, Deck überall. Klar zum Anlegen. Ja, zum Anlegen! Ja, so könnt ihr in den Hafen einfahren und nach einiger Zeit liegt ihr an dem Kai an. Dicke Taue, die rübergeworfen werden, könnt ihr verzurren. Und dann geht die Betriebsamkeit in den, ja, in die Aufgaben über, die man dann während eines Landgangs zu tun hat. Soweit Fässer vorhanden, weiter festgezurrt oder entbunden, wenn sie dann verladen werden müssen oder entladen, gelöscht werden müssen. Und während ihr euch umseht, könnt ihr sehen, eine Planke wird drüber gelegt und einige Wachen kommen herbei, allesamt weiblich und ein kleiner wasserköpfiger Grolm. Ah, guten Tag, guten Tag. Die Mondsee, meine Drachentöter. Mondsilber, Madabasari. Dann habt ihr sicherlich viel Geld. Hallo? Hallo. Ich bin hier der Hafenmeister Ihrer Gnaden Iphemia. Und, tja, wie lange habt ihr denn vor zu bleiben, Herr Kapitän? Nun, ich denke nicht mehr als 2, 3 Tage. 2, 3 Tage bei einem Schiff dieser Größe, würde ich einfach mal sagen. Habt ihr etwas zu verzollen? Keine Einfuhr, keine Ausfuhr. Ah, Pilger, Pilger. Warum führt denn ein Kind hier die Verhandlung? Geht's dir nicht gut, Kleiner? Du siehst wirklich nicht gut aus. Da hat er recht, du siehst nicht gut aus. Ja, Alan zieht im Hintergrund einige Masse, während er sich verzweifelt versucht, das Kichern zu verkneifen. Diamantes, das ist kein Kind, das ist ein Grollen. Ach, das ist einer von diesen Gräulen, von denen ihr die ganze Zeit gesprochen habt. Ach, dann Entschuldigung, Herr Grolm. Kein Problem, kein Problem. Man kann ja mit mir über alles reden. Abel Mirja Morenes seid ihr, ja? Der Kapitän, ja? Und ihr fahrt mit dem 1O, Jana? In der Tat. Ausgezeichnet. Und das ist Boltax? Nein, ich bin Schmoltax. Ausgezeichnet. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, pro Tag 10 Dukaten, das ist der Familienpreis für Freunde von Iphemia. Und wir haben ja auch gerade, naja, ne, Festtage und so, da mache ich das nochmal günstig. Familienpreis, ja? Nennt euren Preis. Ja, 10 Dukaten pro Tag. Bei so einem Schiff dieser Größe. Gar kein Problem, gar kein Na, Problem. aber mir bezahl den Groll. Ja. Ich würde ihm mal so ein Beutelchen zuwerfen. Herzlich willkommen in Elberum. Moment, Moment, Moment. Quittung. Erst die Bezahlung und dann die Quittung. Ja, mache ich auch. Natürlich. Ich mache euch was fertig. In welcher Bleibe wollt ihr denn bleiben? Ich kann euch eine empfehlen, wenn ihr mögt. Ich habe gehört, es gibt da ein sehr schönes Waisenhaus, in dem man unterkommen kann. Ja, das ist leider abgebrannt, das Waisenhaus. Das waren ein paar Helden. Tragisch, nicht wahr? Tja, das wäre günstig gewesen, aber so, schwierig, Ja, schwierig. aber glücklicherweise haben wir ein schönes Schiff. Tja, ihr könntet Empfehlung von mir entweder im Gasthof Sultanshof oder, wenn ihr es vorzieht, ihr habt ja eine Reihergeweihte dabei, das Bordell Süßes Loch. Was haltet ihr davon, hä? Nicht viel. Ein anderes Bordell oder Spielhaus Sternenhort? Wir danken euch für die Empfehlungen. Wir werden uns allerdings wohl unsere eigenen Erkundigungen einholen, nachdem wir uns an die Stadt gewöhnt haben. Ich bin überzeugt, die Visierer
wird von der Sultana empfangen und in wunderbaren Gemächern untergebracht. Immerhin ist es ein Staatsbesuch. Immerhin seid ihr Familie, nicht wahr? Ganz genau. Also gut, dann fix mit euch, ja? Einen Augenblick noch, Hafenmeister. Ja? Gehört diese Lotsin zu euch oder ist dafür jemand anders zuständig? Lotsin, die? Wir haben sie draußen bei den Feuerschlickfeldern aufgelesen. Ich persönlich hole keine Lotsen ran. Da müsstet ihr die Sinde oder Elfertkirche fragen. Die machen das. Damit habe ich nichts zu schaffen. Der Elfertempel ist da drüben. Das große blaue Gebäude. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Geht ja eigentlich drauf zu. Na gut. Elfert mit euch. Und Fex und Raya und so. Die Götter halt. Die Zwirbel mit euch. Ja, genau. Genau. Ciao. Nun, Zafira. Kommt ihr? Sollten hinabspringen und das miese kleine Drecksteil erwürgen, wo es steht. Ja, dann ich stimme euch zu. Wesen. Aber... Oh, beruhigt euch, das ist doch nicht hilfreich. Aber mir hat gesagt, wir sollen subtil vorgehen. Diskret, nicht subtil. Ja gut, diskret vorgehen. Ich werde ihn gleich sehr diskret die Treppe hinuntertreten. Wir haben ein großes Schiff, aber 10 Dukaten scheint mir doch etwas überzogen, oder? Naja, es ist ein Preis, den wir zahlen müssen. Vielleicht können wir diesmal den Ärger vermeiden. Hättet sein Gesicht sehen sollen, als ich das Waisenhaus angesprochen habe. Und während Zulamin noch von Ärger vermeiden spricht, könnt ihr sehen, ihr tretet gerade vom Steg herunter, wie die Wachleute, die Wachfrauen auf euch zutreten, allesamt im typischen Bekleidungsstil der Stadtgarde und eine Frau Hauptmann ist darunter. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ishila Sabah al-Wasra und ich komme im Auftrag von Iphemia, der Sultana. Ihr seid die Helden, ja? Raya zum Gruße. Ja, das sind wir. Gut. Wir können es natürlich nicht zulassen, dass euch etwas während den Feiertagen passiert. Die Stadt ist gefährlich. Daher würden wir euch gerne in unser Gewahrsam nehmen und einige Wachen abstellen, die euch begleiten. Wir wollen nicht, dass einige fiese Mordbuben euch holen, ja? Oh, es sind immer noch Feiertage. Wir dachten, das, was die Lotsin gesagt hätte, würde darauf hindeuten, dass die Feiertage schon zu Ende sind. Oh, erzählt uns doch bitte ein bisschen mehr über diese Feierlichkeiten. Das wäre sehr freundlich von euch. Die Zeremonie dauert nun 2 Monate, aber wir haben viele verschiedene Festtage. Das, was die Lotsin wohl ansprach, ist das erleuchtete Elberum, also... Die Nacht des Lichts. Der ist vorbei. Vor einigen Tagen. Ah, okay. Und welche weiteren Feierlichkeiten finden während dieser 2 Monate statt? Tja, Pilger sind weiterhin auf dem Al-Shintama unterwegs. Die Pilgerreise, die in Zorgan beginnt und in Elberum endet. Wenn ihr Bändchen dabei habt, könnt ihr im Hesinde-Tempel vorsprechen. Dort bekommt ihr sicherlich eure letzte Kordel. Ja. Nein. Nun. Dürfen wir erfahren, warum ihr in Elberum angelandet seid? Möchtet ihr der Sultana eine... Ja, genau. Es ist gewissermaßen ein Staatsbesuch, wenn ich einmal vorstellen dürfte. Die Wesira Sulamin al-Shababa. Shababra? Ach. Sulamin. Sulamin al-Shababa. Seit neuestem Wesira von Yanka. Sie verbeugt sich leicht angedeutet. Dann sind wir sehr froh, euch direkt zum Sultanenpalast bringen zu können, wenn ihr mögt. Nun, es wäre sehr unhöflich, Iphemia keinen Antrittsbesuch abzustatten. Wenn wir auch noch etwas von der Stadt sehen wollen, so ist es eure Aufgabe, uns zu begleiten. Habe ich euch recht verstanden? Nun, wir werden immer einige Wachen bei euch haben, damit euch nichts geschieht. Oh, das ist wunderbar, wunderbar. Das gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, wir werden uns später in verschiedene kleinere Gruppen aufteilen. Wir haben ja verschiedene Sachen in der Stadt vor. Ich weiß nicht, ob ihr es so interessant findet, uns begleiten. Wir wollen verschiedenste Sachen machen, aber dann ist es ja gut, dass ihr uns begleitet, dass wir Schutz haben. Ja, du merkst, wie sie nicht so sehr angetan ist davon, dass du dich jetzt aufteilen möchtest.
Also das erweckt deutliches Missfallen. Aber sie wendet dann den Blick von dir ab und blickt dann zu der Lotsin. Deine Aufgabe ist erfüllt. Verzieh dich. Jawohl. Saphira würde sich nochmal beim Vorbeigehen zu Boltax runterbeugen und ihm zuflüstern: Vertraut niemandem. Und wird dann einfach ihr Boot dalassen und von Bord gehen. Das musste man uns nicht extra sagen. Aber es ist gut zu wissen. Gehen wir da jetzt alle mit zu dir, der Sultana, oder? Oh, ich bin mir sicher, Zulamin kann meine Wenigkeit würdig vertreten. Naja, Diamantis, ihr solltet auf jeden Fall mit. Immerhin seid ihr ja der neueste Angetraute der Sultana von Palmyrabad. Ihr seid also gewissermaßen auch in dieses Triumvirat aufgenommen. Oh ja, ihr solltet definitiv anfangen, euch im Staate bekannt zu machen. Richtig. Also, wäre das angebracht, dass ich da mitkomme? Natürlich, natürlich. Ich denke, ja. Und dann komme ich natürlich. Ich hätte mir da sonst noch ein wenig die Stadt angeschaut, aber wenn das so üblich ist. Ja, und ich schlage vor, ich und Abelmir, wir gehen uns erst einmal, wie es für unsere gelehrten Herren üblich ist, in die Bibliothek. Und Rafim und Jalan, ihr macht das richtig Wichtige, ja, wovon wir auf dem Schiff noch gesprochen hatten. Ganz genau. Einen Moment noch. Ich gehe nochmal zurück auf über die Plank aufs Schiff. Deckoffizier. Jawohl. Verdoppelt die Wachen, solange wir hier sind. Lasst niemand auf das Schiff. Außer uns. Kein Landgang, nehme ich an, ja? Nur zu zweit. Besser zu viert. Jawohl. Gut. Dann will ich zurückgehen wieder und nun, wir können. Sehr schön. Wer von den liebreizenden Damen wird uns denn in die Bibliothek begleiten? Ich habe angenommen, das ist ein Staatsbesuch. Ja, wie gesagt, von Zulamin und Diamantis, nicht von uns. Nun, vielleicht sollten wir es einmal der Fürstin die rechte Aufmerksamkeit schicken. Die Bibliothek kann auch warten. Ja, gut, das ist richtig. Die Bücher laufen ja nicht weg. Nun, müssen diese Bücher nicht. Du hast auf alle Fälle gemerkt, Boltax, als du das angesprochen hast, wie bei ihr anfing, die Räder ein bisschen zu laufen und sie überlegte, was sie dagegen tun kann. Es ist dann aber auch echt dankbar, dass Abel mir das Ganze dann so klärt. So könnt ihr den Wachen folgen, die euch so ein bisschen in die Mitte schließen, auch wenn das mit 4, 5, 6 Personen noch nicht so sehr viel ist. Aber ihr könntet dann ihnen folgen. Die geleiten euch galant am Effort-Tempel vorbei, vorbei am mondsilbernen Kontor, über die Esplanade des Friedens. Ehemals hatte sie wohl einen anderen Namen. Warte, wir kommen am mondsilbernen Kontor vorbei. Ja. Abelmir, wir sollten doch noch ein hübsches Gastgeschenk mitbringen, nicht wahr? Jetzt wäre die Möglichkeit. Aber was nicht Stollen Nummer 5. Nein, nein, Stollen Nummer 4 vielleicht. Mein Spaß. Aber es wäre doch angebracht für so einen Staatsbesuch, nicht wahr, Zulamin? Diamantis? Wieder einmal fangen die Mühlen an zu malen in ihrem Kopf. Natürlich, ein kurzer Zwischenstopp. Ah, wunderbar, wunderbar. Ja, was kaufen wir denn Schönes? Nun, lasst uns sehen, was Elburum zu bieten hat. Oh ja, in der Tat. Werte Hauptfrau, könnt ihr denn etwas besonders Passendes empfehlen? Ist ja schon etwas her, dass wir Ephemia getroffen haben. Die Sultane Ephemia verfügt über alles, was sie verfügen muss und freut sich sicherlich über alles, was ihr ihr offenbaren mögt. Ah, etwas wunderbar. Brauchen tut sie wohl nicht. Super, das freut mich zu hören. Dann finden wir sicherlich genau das Richtige. Vielleicht finden wir ja ein paar schöne Stiefel. Oh, ja. Welche Schuhgröße hat die Sultana denn? Bringt ihr doch etwas, weiß ich nicht, Oliven mit oder Schlauchwein. Dann müsst ihr euch nicht über die Schuhgröße der Sultana Gedanken machen. Ah, alles klar. Blumen, ein Strauß Rosen. Selbst wenn man alles hat, ein Strauß Rosen kann man nie verschmähen. Wie wäre es, wenn wir eine Lankana-Spezialität bringen? Ich denke, wir haben noch etwas Fleisch an Bord.
besonderes Fleisch, ihr wisst schon. Oh ja, ja, natürlich. Vielleicht wäre es wohl auch angemessen, der Frau eine Flasche Rosenwasser aus dem Raya-Tempel mitzubringen. Geweihtes, ihr wisst schon. Wir sind schließlich in Aranien. Oh, ja, auch eine gute Idee. Nun, ich wollte ohnehin dem Tempel einen Besuch abstatten. Und ich weiß nicht, 9 Uhr vormittags ist ja nun auch keine Uhrzeit, um einer Sultana eine Aufwartung zu machen. Die Sultana erwartet euch. Folgt mir bitte. Ihr könnt später ebenso noch Geschenke machen. Oh, ich habe da hinten noch ein richtig, richtig gutes Schlauchwein-Set gesehen. Das oh, hervorragend. Geh voran, das müssen wir uns ansehen. Wunderbar. Oh, hier, schaut einmal. 3 zum Preis von 2. Aber wenn wir 3 davon kaufen, dann hätten wir 9 zum Preis von 6, oder? Wir würden uns vielleicht etwas beeilen. Wie gesagt, die Geschenke können später gebracht werden. Ich glaube, die Stiefel hier nehme ich noch mit. Nur für den Fall, damit ich was in der Hand habe. Auf jeden Fall sehen, wie die Knöchel von der Hauptfrau so ein bisschen weiß werden von dem Speer, den sie gegriffen hat. Nicht um zuzustoßen, aber sie ist wahrlich konzentriert, die Beherrschung nicht zu verlieren. Ja, also ich bleibe auch einfach stehen und gehe auf einige Kinder zu. Hallo? Kommt weg vor dem Gesocks. Sind kein Gesocks. Das ist aber nicht nett, dass ihr das sagt. Es sind Diebe und Bettler. Das macht sie ja noch nicht zu Gesocks. Verschwindet. Dabei knurrt sie so ein bisschen die Kinder an. Verschwinden die Kinder dann auch? Ja. Oh, schade. Bleiben auch auf Abstand. Also, das fällt euch jetzt allen auf. Die Kinder rennen in die Gassen, in die Häuserecken und bleiben da aber stehen und beobachten euch weiter. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr wohl auch erkennen, wie auf der anderen Straßenseite oben vor wenigen Tagen lag Diamantis noch ebenso auf den Häuserdächern und hatte beobachtet. Jetzt tun es allerdings Bettler und Kinder und ihr seid tatsächlich im Fokus der Stadt. Zumindest von den Bettlern. Ja, Rafim nimmt mal einige Kreuzer in die Hand und verteilt die an die Bettlerkinder. Ja, währenddessen tritt jemand in einem weißen Anzug, ein weißes Seidengewand, schwarze Hautfarbe auf die anderen Einkaufenden ein, also Diamantes und Zulamin, die da eben stehen, Boltax. Er verbeugt sich grazil vor euch und hat sowas wie einen Stock in der Hand. Vielleicht auch sogar einen Stockdegen. Babelmir erkennt, dass der Moros euch hatte. Er hat zahlreiche solche Personen gesehen. Verbeugt sich tief vor euch. Die Madabasari entbindet ihre Grüße an die Helden. Mein Name ist Salamon Ibn Dafar und ich bin der Vorsteher hier. Der mondsilberne Visier sozusagen. Ich habe von euch gehört. Sehr erfreut. Rex mit euch. Und Fex mit euch, ihr Helden. Wenn ihr mögt, wollt ihr auf einen Tee hineinkommen und euch die Preise dort ansehen. Hier vorne an der Straße pflegen wir vielleicht nicht die besten Waren, aber für euch haben wir sicherlich etwas andere Kostproben. Oh, Fex gesegnet. Zu einem ehrlichen Handel kann man doch nie Nein sagen. Führt voran. Hey, wir wollten zur Sultana. Nun, ihr wolltet zur Sultana, gute Frau. Dies ist aber ein Staatsbesuch. Soll ich euch ankündigen oder nicht? Aber selbstverständlich. Geht voran und kündigt uns an. Kommt richtig mit. Wir kommen dann in 2-3 Stunden. Also sind quasi gleich da. Sie könnt ja auch vor der Tür warten. Ja, sie nickt ihren Wachen zu und geht dann herrisch ab. Also ein Laufschritt, ziemlich fix. Und die anderen positionieren sich dann um das mondsilberne Kontor herum, um den Eingang, sodass, wenn ihr heraustretet, sie euch dann wieder einschließen können. Rafim steht immer noch so ein bisschen am Ausgang und verteilt weiter Münzen an die Kinder. Ich fühle mich schon so richtig willkommen hier. Oh, ich bin mir sicher, das wird der guten Sultana gar nicht gefallen, aber damit muss sie wohl leben. Flüstere Abelmir zu. Abelmir, das sind die Gräume. Die haben uns das eingebrockt. Ja, irgendetwas geht in dieser Stadt vor. Ja, dann blickt sich in dem Konto um. Nun, es ist tatsächlich schön zu sehen, dass die Madabasari in ja doch eher so kurzer Zeit so prächtig Fuß in der Stadt fassen konnten. Selbstverständlich. Die Madabasari pflegt die Oronische Halbinsel von eh und je. Auch wenn das in den letzten paar Jahren schwierig war, doch wir haben nie aufgehört, an den guten Willen zu glauben der Bevölkerung.
Ja, so führt euch durch Schleier, zahlreiche Angebote, die da irgendwie rumliegen auf Tischen, einige Händler, aber je weiter ihr in das Innere dieses Kontors kommt, durch einige Schleier, verschleierte Türen hindurch, desto weniger los ist tatsächlich. Er würde euch dann in einen Raum führen, wo eher dann Verhandlungen an der Tagesordnung sind und man tatsächlich auch sowas wie eine Tür hat, die man dann zusperren kann, damit man dann ungestört wäre und nicht durch einen Schleier belauscht werden könnte. Du kannst stehen bleiben und... Ja, er bleibt nur ganz kurz stehen und verliert irgendwie 2 Silbermünzen an Hütchenspieler und eilt dann dem anderen hinterher. Okay. Sulamin versucht derweil dem Mondsilbervisier Janka schmackhaft zu machen. Nun, es gibt leider keine Niederlassung mehr in Janka und ich verstehe warum. Aber nun, da die Stadt endlich befreit ist. Nun, ich bin sicher, die Mada Basari erkennt die Chance, die in diesem Umstand liegt. Selbstverständlich. Unsere Kapitän und Elefanten sind bereits auf dem Weg. Wir konnten von der Nachricht bereits hören. Und wer sind wir, dass wir uns diesen Handel entgehen lassen? Sicherlich werden wir einem Dachmani oder einem Störeband diesen Trumpf nicht gönnen. Natürlich ist noch einiges an Wiederaufbauarbeit zu leisten. Aber... Nun, Abelmir hatte die Idee, einen Freihafen auszurufen. Und ich denke, auch das wird viele Händler nach Janka bringen. Und man sieht ja, wie es mit Elborum wieder aufwärts gegangen ist. Und auch wir sind, wie gesagt, daran interessiert. Wir hörten bereits davon, dass ihr zur Visiere erklärt worden seid und dass die mondsilberne Visierin aus Sorgan dem Ganzen ihren Segen gegeben hat. Das liegt dann natürlich nicht in meinem eigenen Interesse. Sehr wohl aber wird Sorgan ihre Visiere entsenden. Das freut mich zu hören. Wie laufen die Geschäfte denn hier in Elborum? Nun, wer würde ich sein, wenn ich euch jetzt Einzelheiten verrate, aber gut, der mondsilbernen Kontoren geht es immer gut. Und der Stadt scheint es auch gut zu gehen. Kaum noch Fliegen unterwegs und keine einzige Leiche im Wasser. Nun, wir kämpfen. Aber ja, tatsächlich in den wenigen Jahren, die vergangen sind, hat die Fee mir einiges mit dem Willen aus Sorgern getan. Sie hat einige Erfahrungen gesammelt und konnte die auch für eine größere Stadt adäquat übernehmen. Ja, das ist ja schön. Aber ich fand es doch etwas aufdringlich, wie diese jungen Frauen haben uns direkt vom Schiff abgeholt. Das ist hier so üblich. Ja, sie sind sicherlich um eure Sicherheit besorgt. Ihr solltet euch tatsächlich nicht von der Hauptstraße entfernen. Das sicherste Gebäude ist hier natürlich neben dem Sultanapalast. Das mondsilberne Kontor. Solltet ihr also eine Bleibe suchen, seid ihr hier immer willkommen. Aber geht nicht in den Zug. Der Zug ist gefährlich. Der Zug? Die Unterstadt. Links und rechts der Straßen. Deswegen bleibt auf der Esplanade des Friedens. Wovor müssen wir uns fürchten? Mördern, Diebesbanden, Räubern der schlimmsten Art. Hexengar. Ach, Hexen sind eigentlich ganz nett. Manche Boltax. Ja, am Ende hat sie mich gerettet. Der Rechtschaffene fürchtet gar nichts, denn die Götter halten seine Hand über ihn. Solltet ihr euch übrigens Drogen besorgen wollen, dann tut das am besten hier und nicht in den Straßen oder gar im Zug. Auch im Zug könnt ihr kaufen, aber die Preise sind derart niedrig, dass man sich fragt, wo sie sie hernehmen oder strecken. Und ich bin mir sicher, ihr könnt uns den allerbesten Feuerschlick verkaufen. Verkaufen? Wir können gerne drum spielen. Er blickt sich ein bisschen um. Feuerschlick. Der Handel ist verboten. Wer wäre ich also, wenn ich euch welchen verkaufen würde? Mein guter Freund, was würdet ihr von einem kleinen Brettspiel halten? Ich verstehe es natürlich, dass eure Barschaft derzeit im Handel gebunden ist und ihr könnt sicherlich mit Wertgegenständen aufwiegen. Ihr versteht nicht. Gerne habe ich Bargeld und spiele mit Hütchen mit euch, aber Feuerschlickhandel ist verboten. Außer zu gewissen Tagen, nicht wahr? Einmal im Jahr. Dann ist es erlaubt, dass ein jeder sie nehmen darf. Und dann handelt ihr auch damit, oder?
Korrekt. Und was passiert mit den Restbeständen, die bis dahin nicht verkauft worden sind? Die gehören der Effort- oder Hesindekirche. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer sich diesen Besitztümer... Ich bin mir nicht sicher. Nun, und wer holt sie ab? Die Sultane. Die Sultane holt sie persönlich ab. Nun, nicht persönlich. Sie hat dafür ihre Leute. Sie werden eingesammelt von den... Nun ja, Wachen sind es, glaube ich, nicht. Eingestellte Sammler, die dann das Schlick sammeln, trocknen und die Sultana verwahrt es für die Effort- und Hesindekirche. Nein, ich meinte, wer holt eure Bestände ab, nachdem das Fest vorbei ist, um sie zur Hesinde- oder Effort-Kirche zu überführen? Die Wache. Ah. Nun, und wer hat sie dieses Jahr explizit abgeholt? Ihr werdet doch natürlich Geschäftsbücher haben, wo Übergabe und so weiter festgelegt sind. Selbstverständlich, aber wer wäre ich, dass ich euch diese Bücher zeigen würde? Nun, sicherlich sind wir gute Freunde, aber nun, ein Geschäft ist ein Geschäft ist ein Geschäft. Das ist richtig. Es geht hier aber nicht um ein Geschäft. Oder ja, Alan? Es geht um die Bücher dazu. Ja, und die kann ich euch nicht zeigen. Geht eher um Entsorgung. Aber gut,